Ich habe das so leicht mitbekommen, aber ich habe das nicht so für ernst genommen. Ich war irgendwie so, ich war froh, dass ich mal die Nacht jetzt geschlafen habe. Und dann kommt der Alarm. Ich dachte, ich schaue aufs Handy, war eine Notfallnachricht. Dachte so, es wäre vielleicht jetzt irgendwie Unwetter oder irgendwas, weil ich es auch nicht lesen konnte. Und dann heute früh, dann war dann eine Nachricht, dass dann irgendwo eine Satellitenrakete abgeschossen, also so wurde gestartet. Und ja, aber anscheinend ist jetzt nichts Schlimmes weiter passiert zum Glück, aber ja, war erstmal merkwürdig auf jeden Fall davon mitzubekommen heute. Ich habe seit Jahren die Angewohnheit, dass ich im Airplane-Mode mein Handy habe nachts, deswegen habe ich da gar nichts bekommen. Aber natürlich ist das irgendwie komisch, wenn man das dann liest morgens. Aber solange keiner um mich rum nervös wird, werde ich auch nicht nervös, habe ich mir vorgenommen. I thought it was my doorbell at first and then I I was a little bit surprised. You know, the notice was in Japanese, so I never knew what it said, but I went to the news channel right away and found out what it was. So I think Japan is a very secure country and no worries. No worries. No.